Begrüße euch. Ich begrüße euch. Facebook Theater TV. So, Facebook Theater TV. Wir aber sind freie Künstler aus dem Hause Ultra HD Web TV, Sondersender NRW TV. Seit 1995 CeBIT. 1995 CeBIT haben wir alles vorgestellt. Alles Mögliche, was man heute im Jahre 2018 erleben kann. Auf den sogenannten Toiletten seht ihr da Schilder. 30 Sekunden guckt man drauf beim Pinkeln und 90 Sekunden beim Kacken. So, das sind so Schilder, nennt man halt Informationsträger. So, das haben wir alles 1995 auf den Weg gebracht. Wir haben ICQ auf den Weg gebracht. Wir haben Skype und so weiter. Wir waren verbunden. Wir hatten wunderschöne Websites und du.de Community. Wir hatten also viel Spaß. Nach der CeBIT 1995 durften wir experimentieren. Wir sind nach Deutschland oder in Deutschland herum und haben gefragt, Leute, macht da mit. Wir als Unternehmer, auch freie Künstler, wollten natürlich Geld verdienen, ist klar, und wollten unsere Idee natürlich auf den Weg bringen, was natürlich nicht geschah. Wir haben mit den größten Größen gesprochen. Wir waren nachher bei Herrn Kirch und Herr Kirch hat uns dann 2002 auch auf eine Art abgesägt. Schluss aus Ende 2018. 2018 hat das Smartphone den Fernseher abgelöst. Man hat also festgestellt, dass die Menschen lieber mit dem Smartphone auf Fernsehen schauen, statt auf einen richtigen Bildschirm zu schauen. Die Jugendlichen gerade eben, deswegen mache ich diesen Videoclip auch immer, ich gucke doch so Quatsch nicht mehr, ich gucke doch kein Fernsehen, ich gucke Netflix oder Amazon TV. Ja? Ey, das sagt die Jugend jetzt, wie alt sind die, zwischen 10 und 18, ja? Sagen mir das. Gut, da habe ich gesagt, wir wollen einen Film machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen einen Film machen. Vereinigtes Deutschland wirklich. Sind wir wirklich vereint? Sind wir wirklich deutsch? Und läuft das hier rund? So, so einen Film wollen wir machen. Wir können natürlich, wollen auch nicht, zugreifen ständig Facebook, Theater, TV, weil wir haben 0,02 in Recherche. Das ist wirklich radikal. 0,02% von 80 Millionen und von 16 Bundesländern. 16 Bundesländer, die anders leben, anders denken und anders sprechen. Ja, wenn er so ein Ossi da sprechen hört, ja, kann ich nicht, ich war noch nie im Osten, will ich auch gar nicht hin. So, Facebook Theater TV spricht von Bürgerkrieg und was weiß ich nicht, der Osten gegen den Westen, der Westen gegen den Osten, war so ein Schwachsinn. Oder halt Bund-Land. Sind wir wirklich bunt? Wir hier in NRW sind bunt, wir haben über 45% mehrsprachige Bürger. Wir sind 80 Millionen Bürger in 16 Bundesländern. Davon ist hier NRW, wie gesagt, mit 14,6 oder runden wir auf 15 Millionen einer der größten. Dann 13 Millionen die Bayern, die obendrein noch frei sind, einen Freistaat haben und sich auch so fühlen. Wir sind Bayern, wir sind nicht Deutschland und Deutschland ist nicht Bayern. Ne? Das sind also wunderschöne Sprüche, ob von Herrn Seehofer oder von wem auch immer. So, wir sind NRW, wir sind nicht Bayern und wir sind auch nicht Chemnitz. So, Chemnitz ist jetzt in aller Munde. Die Toten Hosen versuchen da durch ihren Punk, wir sind halt ein Schrank, wir sind halt dagegen, wo andere dafür sind. Das war schon immer so, Campino war schon immer so. Ich bin ein Bürger von 1956, der Adenauer-Ära groß geworden. 1996, wie gesagt, ein Jahr nach der CeBIT, haben wir vieles versucht zu machen. Aber seit 1976 steht die Firma als Medien 2000, die jetzt im Jahr 2013 halt umformiert wurde, weil sich alles so dermaßen verändert hat. Ihr seht, ich habe heute, wie gesagt, als Sprecher, als Moderator, als AWR Movie, Film und Fotoproduktion, Ultra HD Web TV, Sondersender NRW TV, einfach mal wieder Lust, im Jahre 1995, 96 zu verweilen, gedanklich, weil da an sich alles wunderbar war. So, 1956 geboren aufwärts, 1966 mit der Idee Datenhighway Kiosk mit Zuhilfenahme von Maschinen, also die sogenannte Digitalisation, was natürlich nicht ging. Auch 1976 ging das nicht, da musste ich mehr analog arbeiten wie digital. Das waren sehr wenige. So, heute ist es umgekehrt, hier wollen einige heutzutage das Digitale wieder analog haben oder halt die meisten jetzt überwiegend vom Smartphone, iPhone, wollen die ihre Daten halt in Papierform oder in Datenform haben. Dafür stehen wir hier als Firma.
So, es geht aber um den Film Deutschland vereint, sind wir wirklich? So, sind wir wirklich vereint? Geht es wirklich in Ordnung? Oder ist wirklich 2015 ein Bruch entstanden? Dieses werde ich alles gleich der Frau Merkel schreiben, in einer gewissen Satztextur und hoffe, dass darauf eine Antwort kommt. Man, im Jahre 2002 wurde gefragt und die schriftliche Antwort kam. Da war Frau Merkel auch noch ein bisschen euphorisch. Da schrieb sie zurück, tut mir leid, den Fünfer, Einigkeit, Recht, Freiheit, den wird es nicht mehr geben, weil wir sind jetzt Europa. So, mittlerweile, und das war das Allerschönste, deswegen mache ich heute diesen Videoclip, wir sind hier international. Und gestern waren viele internationale Bürger hier. Und dann sagte der eine immer, ist dir schon mal aufgefallen? Du bist Deutscher, also bist du beleidigt? Nazi. Ich bin Moslem, werde beleidigt, du weißt, wegen Moslem. Ne? Die Kopftuchträgerin da hinten wird auch beleidigt, du weißt, warum, ne? Religiös, bla bla. So, der Jude, ne? Wisst ihr noch, von früher wird auch beleidigt. Das ist ja schon mal aufgefallen, wir alle sind schuld. Schon mal aufgefallen, dass ich als Moslem bin schuld, du als Deutscher bist schuld, die Kopftuchträger, die Burka und wie die alle sind alle schuld, die Juden sind alle schuld. Also alle, die nicht sind, sind schuld. Sogar du selbst in deinem eigenen Land bist schuld. Bist beschimpft etc. pp. So, also Irrsinn. Also irgendwas stimmt mit dem Facebook, Theater, TV, irgendwas stimmt da nicht. So, wir haben recherchiert, weil wir diesen Film machen wollen, Deutschland vereinigt wirklich. Also ich bin der Meinung, wir sind nicht wirklich, ja, wir sind vereint, aber irgendwas stimmt nicht. So, der eine schreibt den 17.07.1990, da ist was, irgendwas, aber 1991 wurden bei den Polen nochmal. Also es wurden viele Verträge, die sich 2:4 nennen, also zwei zusammen, DDR eingemeindet in die Bundesrepublik, die Bundesrepublik zu Deutsch, Staat Deutsch. So, jetzt sagen die einigen, Staat Deutsch gibt es nicht. Und wenn man da recherchiert, muss man also sehr viel recherchieren und man muss auch viel prüfen. Sehr viel prüfen. Erst recht, wenn man einen Film machen möchte. Deutschland vereint, wirklich. So, man will jetzt nicht hergehen, so wie die anderen das machen bei YouTube oder den anderen Web-TV oder überhaupt regional bzw. hauptsächlich ZDF, ARD. Im WDR ist kaum noch was los und die anderen Freien da, die machen ja sowieso, was sie wollen. So, 1988 hatten wir ja alle Glück mit RTL und Co. und Sat.1, wir hatten ja viel Spaß. Ne? Gefickt eingeschädelt, Nachtshow und all solche schönen Sachen. Wir hatten also viel Programm und viel Spaß. Und RTL, wie die alle, die haben wirklich ein fröhliches Fernsehen gemacht. Es hat ja wirklich Spaß gemacht, RTL und Co. zu sehen. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, hin und wieder Wetten, das zu sehen. Aber es ist vorbei. Das Lagerfeuer ist erloschen. Familien an einem Fernseher vereint von Babyalter bis uralt, kurz vor der Rente, kurz vorm Abnippeln, gibt es nicht mehr. Also das Lagerfeuer vor dem Fernseher, Durbridge, Edgar Wallace oder Fury oder Lassie oder, irgendein toller Film in Schwarz-Weiß damals, in meiner Zeit 56 bis 76, danach kam endlich Farbe, ist halt so. So, wir hatten auch ein Programm nur, so einen alten Schamottkasten da, der nur ein einziges Programm hatte mit einem Drehrad. Wir hatten auch noch Hörradio, wo wir auch Hörradio gehört haben. Ja, jeden Mittwoch Mel Thunderg mit seiner Musik. Wir saßen da mit unseren Kassettenrekordern, haben mitgeschnitten, haben tolle Sachen daraus gemacht. Wir wurden DJs, haben das dann benutzt, um die Leute fröhlich zu unterhalten. Also war eine, auf eine Art nannte man Wirtschaftswunderjahre und diese Wirtschaftswunderjahre haben unheimlich viel Spaß gemacht, das muss ich einfach mal sagen. So, warum mache ich heute diese Sendung? Diese Sendung unter Ultra HD Web TV, Sondersender NRW TV ist natürlich ein Privatsender und der jetzt mittlerweile zum YouTube-Kanal gehört und ich frage mich, was soll das? Wie wir es vorgestellt haben 1995, 96 wurden wir torpediert, keiner wollte haben. Telekom sagte, nee, schnelle Leitung, nee, geht nicht. Wir waren dann gezwungen, halt mit AOL, deren Mediengruppe und 1&1 zu arbeiten, sonst hätte das alles gar nicht funktioniert. 1976 bis 86 haben wir natürlich noch mit Modem gearbeitet, Entschuldigung, aber haben wir mit Modem gearbeitet und manchmal müssen wir hier schmunzeln, wenn wir hier Faxe verschicken, dann piept es und zieht es und gestern, deswegen komme ich heute auch auf diesen Film und auf diesen Monolog, den ich jetzt hier führe, würde mich freuen, wenn wir dann eine leichte Diskussion unterhalb, ihr wisst ja, durchschreiben, ihr schreibt oder macht selber ein Video und klatscht es da drunter.
Das haben wir früher bei Sepp&Loth gemacht, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also wir hatten viele Ideen, 95, die heute nicht mehr wirken. Heute konsumiert man, heute hat man Apps und so weiter, man konsumiert, Punkt, fertig, aus. Sonst wäre das Phone nicht an erster Stelle statt TV. So, also das Phone ist, ihr könnt mich jetzt auf dem Phone sehen, iPhone oder Smartphone, könnt ihr mich jetzt sehen oder auch die, die natürlich noch mehr Technik haben, so wie wir, auch auf einem riesen Leinwand oder halt auf dem Fernseher. So, ist machbar. So, aber wir kriegen natürlich nicht so viele Fördergelder, dass wir daraus tolle Sachen machen könnten, damit wir auch in den Pool derer Bekannten kämen, die da schon bekannt sind. Nur, wir sind halt nicht so. Wir experimentieren gerne und wenn man hört, dass man 56 auf den Weg gebracht wurde, 1966 mit der Idee sich beschäftigt, 1976 das Geschäft, die Firma eröffnet und sehr viel Lehrgeld zahlen mussten. So, Lehrgeld, heute zu, deswegen fragen wir. Wir fragen Einigkeit, Recht und Freiheit, haben wir schon beantwortet bekommen, gibt es nicht mehr. Wir sind EU-Bürger, wir werden integriert, in meinem Fall als Deutsch. So, ich bin ein deutscher EU-Bürger, ich wurde integriert, ohne gefragt zu werden, als Deutsch. So, wir haben Staat Deutsch, der irgendwie nicht anerkannt wird, aber der heißt so, Staat Deutsch. Und ja, wir können jetzt philosophieren, wir sind da jetzt sehr vorsichtig, wir sind freie Künstler, wie gesagt, Künstler helfen Künstler, aber wir sind weder noch, ja, links, rechts, geradeaus. Wir sind auch nicht irgendwie Bürger des Reichs oder Schwachsinn. Nein, wir sind Adenauer-Kinder. Wir sind mit Adenauer groß geworden, mit seinen Ideen und gedient etc. pp. Und all solche Sachen. Wir haben alles Mögliche kennengelernt und wir haben vor allen Dingen kennengelernt, dass es uns gut ging. Es ging uns gut. Die Ausbildung, Weiterbildung und vor allen Dingen die Bildung selbst im Staat, Schule. Sogar die schulische Bildung, okay, wir mussten stricken, wir mussten kochen. Ja, wir haben also vieles gelernt mit sehr wenig Wasser, Kartoffeln zu kochen. Ja, bloß nicht den Deckel abmachen. Für die, die jetzt genauso alt sind, zwischen 60 und 70, ihr schaut leider nicht. Hier schauen welche, die, wenn ich Glück habe, 79, 89 geboren wurden oder im Jahr 2000. So, diejenigen wissen jetzt gar nicht, was mit Adenauer 56 aufwärts und Cebit 95 an sich los war. So, die Idee ist gegriffen 1999. So, 1999 griff das World Wide Web und die User und das Web 2.0 und all solche Sachen und Commerce 2.0 und. So, seit 1999, was jetzt nur noch Internet heißt, irgendwann heißt es im Netz oder so. Also jedenfalls das World Wide Web sagt keiner mehr, wir sind jetzt Internet und mehr nicht. Man spricht auch nicht mehr von Usern, ja? Also es hat sich schon schwer verändert. Und wegen dieser Veränderung will ich einfach mal wissen, sind wir wirklich vereinigt, sind wir einig, haben wir unser Recht, ja? Und sind wir wirklich frei? Ich sage ja, alles ist noch geblieben, nur es kriegt einen anderen Namen, weil irgendwelche Politiker ihre sexuelle Ausrichtung auch uns demonstrativ zeigen und meistens kommt es von denen, die ihre sexuelle Ausrichtung uns zeigen, nichts Gutes. Komisch. Jetzt kann ich natürlich böse denken, tue ich aber nicht. Nicht böse denken, aber schräg erzeugt Schrägheit und die kriegen wir. Schräges, sagt so. Heute Morgen gerade gelesen, Uniklinik, einen festgenommen, ein Arzt, der einen gesunden Menschen die Leber entfernt hat und der ist verstorben. Aber dadurch ist es nicht aufgeflogen. Dieser Arzt hat einigen Herrschaften etwas entfernt und dadurch ist ziemlich vieles passiert. Und dieser Mann hat sich jetzt zu verantworten, sitzt also in Untersuchungshaft als Arzt, Gott sei Dank. So, und dann haben wir noch andere Sachen, wie gesagt, gefunden, dass da drin steht, dass NRW wirklich keinen Bock hat zu sparen. Das stimmt, weiß keiner. Ich sehe nämlich nicht, dass hier die Straßen irgendwie so schön werden wie drüben, ja. Dresden, wie die alle heißen, ist wunderschön da. Es ist wunderschön und die ganze Chemnitz auch. Und alles ist alles schön dort. Auch wenn da jetzt angeblich die Stimmung herrscht. So, die Stimmung herrscht also nicht oft. Wir haben 0,02% Ärger. 0,02% ist schräg. So, jetzt kommt Facebook, Theater-TV und macht eine Lupe von 500% da drauf. Und diese 500%, ja,
die... Oh, nee, ist überhaupt nicht so. So, ich hatte, bevor ich jetzt hier die Kamera angemacht, mich mal ein bisschen umgesehen, bin ein bisschen rumgefahren, frage mich, wo sind die ganzen Menschen? In einem Wald esse ich, weil da die Schulen sind, da waren die Jugendlichen, die jetzt gerade zur Schule gegangen sind. Und dann hier war ich überall. Ich war bei der Bank, da sagte auch eine Kundin, wie, alles so leer hier? Ich bin sofort dran. Ja, ich war auch sofort dran, war verwundert. Aber jetzt kommt's, bei Rewe, da wollte ich zur Kasse, nö, mach zu, so eine Oma, mach zu. Da sitzen lauter Omis, die noch älter sind wie ich. Und ich bin schon über 60, aber egal. Also die sitzen da, nö, mach ich nicht zu. Da habe ich höflich gefragt, ich hätte nur drei. Nee, mach ich nicht. Irgendwie schlechte Laune. Und das, ne, so. Und dann muss ich an eine Kasse, also es sind sechs Kassen, aber war nur eine auf. So, am frühen Morgen sind halt AOK-Shopper unterwegs, ältere Leute unterwegs, das ist halt so. Manchmal sitze ich da oder stehe da und warte, dass ich drankomme, meine Sachen liegen da schon eine halbe Stunde. Gemessen natürlich nicht. Das dauert alles zwischen 3, 5 und 6 Minuten, aber egal. Gemessen 30 Minuten, weil eine ältere Dame da ihre Pfennige, okay, Euro-Dinger da, ne, auszählt, aber wirklich. Ne? Ja, mal die Börse leer machen. Dann sagte ich so, weil da ein Kunde war, ein guter, sehr guter Kunde, sag ich, siehste, darum mache ich so spät auf, damit du mal Bescheid weißt. Ne? So, von 6 Kassen ist plötzlich nur noch eine auf, dann ist aber nicht nur da, das ist überall. Morgen, Grüße. Traf sich gut, ich musste wieder unterbrechen, aber diesmal auch ein kleiner Unternehmer, ein Friseur, der einen kleinen Laden hat. Hallo, es ist halt so. Wir, die Läden haben, wir, die Unternehmer sind, wir, die freien Künstler. Meiner einer hat, wie gesagt, die Urknalltheorie und Analyst. Als Analyst sitze ich ja wirklich hier und analysiere Daten. Anhand dieser Daten erkenne ich halt, dass 0,02% wirklich schräg sind. Egal in welcher Verfassung. So. Und durch die Analyse bei Facebook Theater TV mit der 500%igen Lupe, wo dann alles aufgemischt wird, nimm mal die Lupe weg. Ja? Nimm das Facebook Theater TV mal, wie es ist. Dann auf einmal, die werben nicht umsonst. Also Facebook wirbt nicht umsonst. Mach deine eigene Gilde auf. Mach deine eigene Lobby. Mach deine eigene Seite und unterhalte dich nur mit denen wenigen, die man dann Freund nennen könnte. So, als öffentliche juristische Person kann ich das schlecht, weil ich nämlich der Öffentlichkeit gehöre und auch in der Öffentlichkeit agiere. Mit der Idee als Film, vereintes Deutschland, wirklich, schauen wir mal. Wir haben also mit der SPD gesprochen, da war die, zu der Zeit war der Herr Gabriel noch an der Macht. Herr Gabriel schrieb zurück und sagte, ist in Ordnung, könnt ihr, aber bitte, bitte nicht die SPD. Also wir wollen an sich enden, Schuld ist am Ende die SPD. Der Untergang von Deutschland ist Schuld SPD. Warum? 150 Jahre nicht dazugelernt. Über 150 Jahre gibt es die SPD als wirkliche Arbeiterpartei. Rot. So, meine lieben Freunde, der Herr aus Österreich, 1898 geboren, das war Sozialismus. Das war auch rot, nicht braun. Die hatten zwar braune Uniformen an, aber die hätten ja auch rot tragen können, das sah wohl beschissen aus, deswegen haben sie wohl braun gewählt. Es waren aber Rote. Auch die Roten sind die ganze Zeit an der Macht. Frau, die Linke, Frau Wagenknecht will ja jetzt auch wieder Marxismus und den ganzen Scheiß. Ja, aufstehen. Ja, steht auf, meine lieben Freunde. Ihr könnt auch im Stehen das hier sehen. Einige, die jetzt Smartphone in der Hand haben, stehen ja schon. Wenn ihr versteht, also aufstehen. Ja, im Moment läuft hier etwas schräg. Irgendwann, auf Deutsch, wenn sie ehrlich wären, wenn alle ehrlich wären. Meine lieben Bürger, wir wollen euer Geld. Am liebsten alles. Ne? So, und wenn wir es haben, abnippeln, tschüss. Ja, und das müsst ihr dann auch noch bezahlen. Frau Handelbuhl-Kraft wollte mal den Bürger schützen. Das werde ich nie vergessen. Man hat ihr das ausgeredet mit Schützen. Also NRW, da sollte der Bürger geschützt werden. Das heißt also, das Land NRW wollte den Bürger schützen. Die sogenannte Schutzhoheit des Staates, den Staatsrechtsschutz, wollte die wieder verbindlich anbieten. Nee. Meine lieben Freunde, jeder von euch ist einzeln und er ist eine Einzelperson und diese Einzelperson muss auch für sich selbst geradestehen. Wenn du die Schnauze voll hast von der Kleingeldverordnung, die dir 5 Euro bestiehlt und 5 Tage warten musst, dass du es bekommst.
Ich habe gerade noch mit einem Kunde gesprochen, dem ich erklärt habe, bei Rewe, siehst du, warum ich immer spät aufmache, weil du siehst, ich werde hier ausgebremst. Ich werde bei der Bank ausgebremst, ich werde bei Rewe ausgebremst, an der Kasse, ich werde ausgebremst. Ja, muss dadurch später das Geschäft öffnen. So, ich habe jetzt Gott sei Dank Zeit, um diesen Videoclip hier über die Sendung zu machen. Für Ultra HD Web TV, Sondersender NRW TV. Die sind privat halt. Gut, einer schreit hin, das ist ein kleiner Privatsender. Natürlich sind wir ein kleiner Privatsender. Aber auch ein Floh beißt dich und eine Mücke sticht, wenn du verstehst, was ich meine. Und es ist immer eine Einzeltat. Eine Einzeltat einer Mücke, einer Wespe oder eines Flohs, der dich beißt. So, worauf möchte ich hinaus? Richtig, auf die Einzeltaten, die ich täglich sehe. Einzelne Täter, die da was machen. Das sind also keine Massentäter. In Chemnitz traten die Leute mit riesigen Sachen, mit riesigen Plakaten etc. pp. Aber was ist wirklich geschehen? Richtig. Eine rote Socke nennt sich Präsident. Diese rote Socke, Präsident Steinmeier, erzählt uns was von Links und Musik und Toten Hosen und so weiter. Wenn ihr aber die Texte hört, die die da rumgegrölt haben, wie gesagt, der Punk, der sogenannte Punk, den wir noch hatten, wir hatten ja richtigen Punk, wir haben ja auch punkisch getanzt, ne? So dieses Andupfen und so. Weiß jetzt nicht, worum es geht, recherchiere, dann weißt du, wovon ich rede. Ich kann nichts dafür, 56, 66, 76, das war meine Zeit. Adenauer danach und so weiter und Schmidt und so weiter und dann kam Onkel Kohl, der uns verkohlt hat, aber egal. So, 1990, wie gesagt, kam die Wende. DDR wurde in BRD eingemeindet und die BRD wurde als BRD in Deutsch gewandelt. Deswegen schreibt auch jeder Germany, GER und nicht BRD. So, GER steht überall und nicht BRD. Deswegen sind wir auch keine Bundesrepublikanischen, also wir sind keine Republikaner, wir sind auch nicht Bund, sondern wir sind Bund aller Länder und haben einen Vertrag unterschrieben. Zweimal sogar, 1990 hier und 1991 in Polen. 1945 war das nämlich genauso. Ja? Montgomery, der war sauer, also musste das nachträglich nochmal geschrieben werden. So. Und MacArthur, wie die alle geheißen haben, da saßen an ihrem Holztisch und haben es da gemacht. Herr Goebbels und wie die anderen heißen oder gehießen haben, keine Ahnung, ich, ne? Ihr wisst schon, Onkel Hess ging ja direkt in den Knast. Wegen Herrn Hess waren alle hier. So, und wie Herr Hess nicht mehr da war, war auch das Haus nicht mehr da, wo er war. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ach, die Geschichte, die geschrieben wurde, fängt bei mir 1956 an. Und so, ich sage immer, 15 Jahre nach D-Day habe ich keinen Plan vom D-Day. So, die Wahrheit ist, wenn so ein Soldier, ja, wenn also ein Soldat da 9 Stunden da seine Mähmaschine da reinhält, möchte gar nicht wissen, wie viel er da getroffen hat. Und ja, es gibt Menschen, die saßen da 9 Stunden dran und haben da gemäht mit dem Teil, was 1500 Argumente hatte in der Sekunde. Ja, 1500 Mal kam das da entgegengeflogen, ja. Den anderen. Mahlzeit! Danach nochmal soweit! Ja, sicher! Ja, sicher! Ist ein lustiger Tag heute. Es ist heute der 5.9.2018. Und in 3 Monaten, meine lieben Freunde, ist Nikolausabend da. So, der 5.9. Ich heute in meinem Studio hier, Ultra HD Web TV, Sondersender NRW TV. Und wie gesagt, es sind gerade Aufträge wieder eingekehrt hier. Ich sehe da gerade irgendwie in England, weil die fahren links. Ja, so, ein Auftrag, einen englischen, ich hatte Italiener da. Wir haben heute ziemlich viel Spaß gehabt jetzt, deswegen war jetzt auch gerade unterbrochen worden. Ich habe auch hier so einen Auftrag für eine Hochzeit, daraus soll ein Heft werden wir machen. Setze ich mich gleich drin und mach. Und Hallöchen! Was darf sein? Hallo. Komme ich zum Ende, weil ich habe zu viel zu tun. Wie gesagt, ich habe hier einen Filmauftrag wieder laufen, irgendwo in England, Urlaub. Ne? Stone Age sehe ich gerade. Ja. So, und dann, wie gesagt, diesen hier herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit, du musst gebunden werden und so weiter. Ist ja wieder Weihnachtszeit. Heute ist der 5.9., wie gesagt, 2018 und in 3 Monaten feiern wir Weihnachten und haben dieses Jahr leider kein Star Wars am Ende. Um das auch mal erwähnt zu haben, an sich mache ich ja nur Star Wars Sendungen mittlerweile und jetzt habe ich halt Ultra HD Web TV und Sondersender NRW TV diese Merkel-Raute und den ganzen Spahn da mit Organklauen. Also ist ja hier immer richtig los, wie gesagt, Bundland, 16 Bundesländer,
Davon Berlin mit 4 Millionen, wir hier in NRW fast 15 Millionen, Bayern mit fast mit 13 Millionen. Warum mache ich die Sendung nochmal? Wegen dem Ganzen, was auf uns zukommt. Auch in Hessen wird gewählt am 28. Oktober und natürlich in Bayern wird gewählt am 14. Oktober. Herr Söder wird natürlich seine Punkte machen. Er hat auch gerade hier wieder seinen Schäferhund vorgestellt. Ein Österreicher, 1898 geboren, der hatte auch einen Schäferhund. Genau, warum wird der Schäferhund nicht abgeschafft, denn der war Hitlers Liebling. Aber das soll auch egal sein. Das soll mir echt alles egal sein. Das Ganze, was jetzt hier in Chemnitz war, das Ganze, ja, ist an sich nur in Chemnitz. Dresden läuft zwar auch durch die Gegend, Pegida, jeden Montag laufen sie da. Bringt uns nichts, erst recht nicht hier in NRW. Hier läuft keiner, also das bisschen, was da in der Stadt ist, wird nicht erwähnt. Ich habe nämlich gerade hier Wir lieben Essen, das ist eine Radio-Fernsehsendung, ist das. Die stellen uns jetzt Essen vor von A bis Z. Fangen wir einfach mit A an, gehe ich mal hin. Legen wir mit A los. Ist ein Bild, ich glaube, wir sollen das suchen. Keine Ahnung, ich wüsste jetzt nicht, wo es ist. Ah doch, Altendorfer. Auf der Altendorfer Straße ist das, was ich gerade sehe. Und ja, genau, steht auch da, Arbeitslose in Essen, Altendorf und Anus, das Apo in Frohnhausen wird es noch so genannt, gab es schon vor 40 Jahren, keine Ahnung, irgendwann mit A, ich glaube, sie sollen irgendwann von A hier in der Stadt Essen eintragen. Ich weiß nicht, was das alles soll, das ist alles nicht mehr mein Klientel, das ist alles nicht mehr so Bundland, bunt waren wir an sich schon immer. Wir haben Elvis gemocht, wir haben die Beatles gemocht, wir haben alles Englische gemocht und wir sind in 75 Jahren Frieden jetzt hier unterwegs und jetzt drehen alle am Rad durch das Facebook Theater TV. Facebook Theater TV ist nicht meine Welt, für mich ist das Unterhaltung. Wie gesagt, wir machen unsere eigenen Sachen. Ich habe jetzt, wie gesagt, sehr viel zu tun. Ich freue mich auch drauf, dass ich jetzt hier wieder diesen Filmauftrag habe und da sehe ich wieder einige schöne Sachen. Ja, da hat einer wunderbare Sachen gefilmt, macht also Spaß zuzuschauen. Wie gesagt, wir sind ja auch in der Digitalisation, wir stellen her, wir machen Bücher etc. pp. Hat er auch gerade einen Anruf gehabt, ob ich da ein paar hundert Seiten da als E-Mail ausdrucke und man braucht nur abholen. Geht nicht, weil viele drucken hier aus und wir arbeiten und holen nie wieder ab. Ja, das machen wir jetzt hier nur bei Kunden, die wir kennen, ne? Also den Kunden kennen wir sehr gut, deswegen mache ich das. Ich darf mir auch selber ausdenken, wie das Buch werden soll für eine Hochzeit. So, aber ich werde so oft angerufen hier, mach mal eben und dann kommt niemals einer. Das geht halt nicht, machen wir auch nicht. Wie gesagt, ich fand es super toll, mit den Leuten heute mal wieder gearbeitet zu haben. Heute, wie gesagt, in 3 Monaten ist Nikolaus. Das ist schon alles Wahnsinn, wie schnell das geht. Wir haben aber gerade noch philosophiert, der Herr Juncker hat ja die angebliche Sommerzeit abgeschafft. Aber das Merkwürdige ist, wir wollen nicht in der Winterzeit, wollen wir nicht. Also das heißt, die sollen das jetzt nicht in der Winterzeit lassen. Die sollen uns also nicht die eine Stunde für die Ewigkeit klauen. Das wäre dann nicht so lustig. Ja? Die sollen uns also im Oktober die Zeit zurückstellen und dann stehen lassen. Und also in der Winterzeit will ich nicht, weil dann klauen die uns eine Stunde, dann wird das nämlich teuer für uns, weil wir dann nämlich viel längere Dunkelphasen haben. Weil im Oktober, wenn wir wieder auf die Sommerzeit also wenn wir wieder auf die Normalzeit umstellen, dann haben wir auch heller alles und dann macht dann auch Sinn. Ja, also ich meine, im Moment ist nur noch, wir werden nur noch beraubt von der Zeit, vom Geld. Auch Leute da, die da mitmischen und da Sachen erzählen und was weiß ich nicht alles. Also da muss ich, ach, in Notting Hill ist der, Notting Hill, C3000 und C-Dingstown, irgend so ein Dorf muss da wohl gewesen sein. Der hat also, wie gesagt, wunderschöne Aufnahmen da gerade gemacht. Wie gesagt, zeigen dürfen wir es nicht. Weil das unsere Aufträge sind, die wir tagtäglich machen. Irgendwas von 300 Early Centaurus AD, Iron Age. Da wisst ihr halt, was ich da gerade zu tun habe. Einige haben Ahnung davon. Early Centaurus AD, Iron Age. Okay, das sind irgendwelche Druiden. Ne? Die da, ja genau, wird gerade Druide gezeigt, da wird auch eine Beerdigung gezeigt, wie die da beerdigt wurden. Das ist irgendwie so eine feierliche
Städte. Ja. Okay, wisst ihr Bescheid, wir haben genügend zu tun. Ich mache jetzt mal Finish. Ich begrüße euch total und recht herzlich, wenn ihr auch persönlich mal erscheinen wollt, Ultra Debit TV und sonst in der NRW TV. An sich mache ich solche Werbungen nicht, weil die Leute kennen das hier seit über 60 Jahren. Und wie gesagt, wir sind ja schon seit 1975, 76 auf dem Markt und seit 95, 96 nach der CeBIT erst recht. Und jetzt ist es so, jetzt brauchen wir keine Werbung machen. Wer Ultra Debit TV oder Sondersender NRW TV nicht kennt, hat das Web sowieso verpennt und ist nicht halt im Internet unterwegs. Bei uns hieß es ja schließlich World Wide Web. Ja, World Wide Web hatten wir und jetzt haben wir nur noch das Netz. Irgendwann wird es so heißen, das Netz. So, und wir wissen alle, was ein Netz bedeutet. Das sind Spinnenweben. Also alle Spinner der Welt spinnen Weben und wir weben mit, so ungefähr. So, wie gesagt, für uns ist es eine Unterhaltung, das sogenannte Facebook Theater TV. Und wir wollten einfach nur mal sowas machen. Grüße! Zum Abschluss dieser Sendung, also wirklich zum Abschluss dieser Sendung, stelle ich fest, dass Chemnitz mittlerweile was für die politische Bühne ist. Wir sind mehr, da jodeln dann die gewissen toten Hosen und wie die alle heißen. Und wenn man die Liedertexte und das, was die gejodelt haben, hören, ist das natürlich auf eine Art eine Schande, wenn welche an die Toten denken und so weiter und so fort, also eine ganz andere Geschichte haben wollten, wie sie jetzt präsentiert wird. Chemnitz steht jetzt als politische Bühne für Geld, Geld, Geld machen, denn sogar die Lale Fischer, die da so merkwürdige Lieder singt, ja, hat jetzt auch und wir sind mehr daraus gemacht. Es geht wirklich nur noch um Geld machen. Eine Revolution wäre auch nur Geld machen, hätte mit einer Revolution, die ihr euch vorstellt, nichts mit zu tun. Um das mal klarzustellen, ich werde mich auch politisch nicht mehr engagieren, weil in diesem Bundland, in diesem merkwürdigen, wir wissen es nicht, was am 17.07.1990 und 91 die Verträge wirklich aussagen. Wenn man googelt, bekommt man die Verträge, man kann sie durchlesen, aber was stimmt oder was stimmt nicht, weil Google muss man vorsichtig sein. Ich werde jetzt nicht die 2:4 Verträge da von 90 und 91, weil in Polen wurde nochmal extra nachverhandelt. Mir ist es auch egal, ob irgendwas im Grundgesetz gelöscht oder nicht wurde, irgendwas stimmt nicht. DDR eingemeindet in die BRD und daraus gestrichen ist natürlich dann Deutsch. So, der Staat Deutsch. Mittlerweile haben wir auch keine Weltmeister mehr. In dem Sinne, wir haben also keine Nationalelf im Jahre 2018 kennengelernt, die obendrein noch verloren haben, die mit einem schwarzen Bus die Mannschaft durch die Gegend gefahren ist. Also eine sogenannte Nationalität findet nicht mehr statt. So, ich habe, wie gesagt, momentan durch Chemnitz und durch Zeitung ist es natürlich momentan das Gespräch hier vor Ort, ist egal aus welcher Klientel, egal aus welchem Mund und egal woher gekommen. Wichtig sind halt diejenigen, welche die da beschuldigt werden, denn die einheimischen Zugewanderten mögen das mittlerweile auch nicht, was da eingewandert ist im Jahre 2015. So, einwandern ist nochmal Antrag stellen, genehmigen lassen, erscheinen, eine Zuweisung erteilen, bezahlen und dann versuchen, das Glück zu huldigen in Form von Selbstständigkeit, in Form von Angestelltsein. Aber das findet ja alles nicht statt. Also wenn man Facebook, Theater, TV jetzt verfolgt, Helene Fischer singt, wir sind mehr, Campino singt, wir sind mehr und die anderen Fische da, diese merkwürdigen, die da merkwürdige Texte drauf haben. So, wie gesagt, der Österreicher, der 1898 geboren, dann plötzlich Deutschland mochte, aus welchem Grund auch immer. Er hat zwar nachher bei der Besetzung gesagt, Wien ist eine schöne Stadt etc. pp. Keine Ahnung, ob das alles so stimmt. Wie gesagt, ich bin mindestens 15 Jahre nach diesem D-Day geboren worden. Nach mir war 15 Jahre schon Ruhe. 1956 hat Herr Adenauer so viele schöne Sachen auf den Weg gebracht, dass man 1966 als freier Junge schon Ideen entwickeln konnte und 1976 dann eine Firma auch gründen. Eine Firma gründen damals war irgendwie alles schöner, besser, ja, ist. Man hatte also nicht so viele Probleme. So, jetzt schreiben wir das Jahr 2018. Heute am 5.9.2018 ist in 3 Monaten richtig Nikolausabend da. Also ratzfatz.
Ich bemerke, dass doch gerade heute am 5.9.2018 reichlich warm ist. Könnt ihr mal abfragen? Könnt ihr mal eben abfragen, was die Uhr dazu sagt. Die war gerade aktiv, aber wir haben 27 Grad. Wir haben 27 Grad, meine lieben Freunde. Die Uhr sagt mir alles. Wenn ihr nicht glaubt, 27 Grad sagt die Uhr. Und sie freut sich, dass sie über 6000 Schritte gelaufen sind. So eine Uhr macht Spaß. Voller Elektronik, die wird abgerufen durch LED-Elemente, die in meine Haut eindringen. Puls messen, Herzschlag, die sagt mir auch, wann ich essen soll. Also ist eine spaßige Uhr. Da könnte ich auch im Notfall telefonieren, wenn ich keine Wurstfinger hätte und richtig drauf drücken würde. Könnte ich mal eben quittieren und dann sprechen. Aber dann renne ich ja so rum wie in den Spiefeln. Ne? Ja, was wollte ich eigentlich gesagt haben? Ich wollte mich verabschieden aus dieser politischen Merkwürdigkeit. Nordrhein-Westfalen wird behauptet, dass die nicht gewillt sind zu sparen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Also wenn ich das alles hier so sehe, wie es aussieht, ist Dresden 10-mal schöner wie hier unsere Straßen. So, Chemnitz sicherlich auch. Jo, was wollte ich denn noch gesagt haben? Wenn ihr das alles mögt, und ihr alles so sieht, hört, eure Sache, ich nicht. So, ich werde mich natürlich wieder auf Servus konzentrieren. Es sind viele schöne Sachen da entstanden. Diese politische Ebene macht irgendwie keinen Spaß, bringt ja auch nichts. Ich hätte zwar Lust heute Morgen, der Merkel zu schreiben, der Merkel viele Fragen zu stellen, aber keinen Bock. Das bringt einfach nichts. Weil die wollen doch gar nicht. Sie wollen nicht die Wahrheit, sie wollen ihre Stühle nicht lockern, sie wollen nichts für den Bürger tun, sie nehmen den Bürger aus. Wer Hartz IV ist, der tut mir richtig leid, weil da geht ja gar nichts mehr. Das macht natürlich überhaupt keinen Spaß, wenn man das sieht hier täglich, was da doch ausgehalten werden muss. Ich hatte auch Besuch gehabt, ich habe vergessen, hier Platz frei zu machen. Ich hätte auch, wie gesagt, Besuch gehabt und er beklagte auch, weil alles angerechnet wird, jede Zusatzrente wird angerechnet und all solche Sachen. Also geschenkt kriegt keiner was. Keiner bekommt was. Jeder muss versuchen, das Bestmögliche daraus zu machen, was aber nicht immer klappt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hallöchen, Grüße, was darf sein? Ja.